So, der DJ Ernesto hat gesagt, ich darf das Mikro nicht mehr angreifen. Beim vorigen Text ist es ein bisschen ums Reisen gegangen und da machen wir gleich thematisch weiter. Machen wir eine kleine Rundfahrt durch Österreich. Das Ganze heißt Drangler-Odyssee. Schon in Weidlingau war ich ordentlich blau. In Burbach war ich urwach, in Trieben habe ich geschwimmen. Voll in der fetten Dame durch am Städten in Vöcklerbruck noch einen letzten Flug. In Absam an Fetzenheim, in langen Lebern, an Trebern, in Weidhofen an der Ips habe ich einen winzigen Schwips. Und auf Hochosterwitz und Damenspitz, den schwitze ich auf Lockenhaus wieder aus. In Parkerstein ein Glasl Wein, in Barmer zwei. Punkt zur Waage durch Bruck und der Mur von einer Sauftour mit Engländer und Bur. Schauen Sie über Tschechen am Traunsee, Nebensee an Cabernet. In Oberschützen habe ich einen Sitzen, in Schützen am Gebirge würge den ganzen Toulieu wieder aussehen. Apropos aussehen, in Bad Aussee ist der Schmäh grennt, weil der Zwetschgene Wort obet brennt. In Leoben habe ich 5-6 Gösser gekommen, in Bischofshofen war ich besoffen, in Gmunden haben sie mich gefunden, erst in Horn bin ich nüchtern geworden. In Dornbirn habe ich mir einen Dornkart ins Hirn, auch in Lien heute nichts von Abstinenz. Delirium Tremens am Stadtplatz von Bregenz, durch St. Veitern der Clan im Säufer waren, in Lietzen voll ihrer Haubitzen, in Kitzbühel erwische ich jetzt mal viel zu viel. In Böheimkirchen habe ich einen Rausch an Schirchen, in heiligen Blut bin ich so in der Glut, dass ich einen Glockner doppelt sehe. In Mittersil war ich einen Liter will, krieg in Tatterich, aber bei einer Flasche Obstler in Landecke, da ich gleich wieder weg. In Fischermend, auch Kriegel stemmt in Radentein, schenkt mir der Wirt nur ein Glas allein. In Oberort wird mir die Leber hart, in Zörnsee tut mir die Mütze weh, in Buntegam habe ich mir die Nieren zusammen. In Sassled blunzen fett, in Knittelfeld, pass auf, ich mein letztes Geld und schnur mich dann durch Hermagor, weil da ist der Schnaps so klar. In Langenlois trinke ich alles, kommt der Bund, wie es mir unterkommt. In Scherlinger Wien habe ich fürs Führer ausgespieben, bis ich draufgekommen bin, das ist in Braunau im Inn, war schon nichts mehr in mir drin. In Asten muss ich ein wenig rasten, aber in Bruck an der Leiter sauf ich eh weiter. In Kofidisch liege ich unter den Tisch, in Ried im Innkreis trinke ich weiß, in Straße im Attergrau, Portugieser blau. In Groß-Kaugsdorf sauf ich 15 Rüscheln, in Klar-Haugsdorf muss ich wischeln. Quer durch Timmerkamp, Damle Ham, durch Arnif, Wogel ist schief, aber erst in Mönchhof gönne ich mir Schlaf. In Trofeiach schenke ich mir gleich wieder nach. Und da in Wattens gestatten sind Gefühl, bin ich im Öl, in Lund zum See, an Jagerdeen, Horrid Jones auf ich mich ordentlich an. In Admont, da ist das Bier so blond, in Baden habe ich Gladen, in kleinen Zicken habe ich einen kleinen Bicken, in Kanuntum hänge ich mal ran um, und die Pizza in Kitzsee kann man da nicht nüchtern bleiben. Da sauf ich bis zum Speiben, weil ein echter Wiener geht ohne Botteln mit Lina für den Weg, nicht einmal zum Wirten am Eck. Wenn unser schönen Österreich gibt's ohne Schnaps kein schöner Reich. Weil unser liebes Heimatland ohne Viertel auf gar keinen Fall da bloßt. Alle miteinander bloßt. Nächste U-Bahn-Dialog. Ich habe ihn selber nicht verstanden, aber ich gefunden, man muss ihn trotzdem aufschreiben. Und zwar, die U2, da trennt er der Donau, die. Ja, das fahre ich entgegennommen an, wo ich mich nicht auskenne, jetzt haben wir gedacht, machst du einmal so Probefahrten. Es ist ja vom Karlsplatz bis da raus nur 24 Minuten, weil die Donau dazwischen ist, kommt uns das immer so weit vor. Gut, und das hat sich dann wirklich ausgezahlt. Wie gesagt, das ist der allerschrägste U-Bahn-Dialog, den ich je geschrieben habe. Sollte einem wer verstehen, bitte mir sagen. U2 Donauspital. Zwei Frauen stehen nebeneinander, eine dritte geht auf sie zu. Grüße, gut, dass wir uns da treffen. Stellen Sie Ihnen vor, was mir gestern passiert ist. Ich habe ja nicht viel Zeit, aber das muss ich Ihnen erzählen. Da war ich im Landmann, wissen Sie, am Ring, und da rät mich so ein Schriftsteller an, ein Jud, und jetzt hat mir die Gemeinde den Strom abgedreht, weil ich als doppelte Schwedin mit Juden nicht reden darf. Na, die haben das beobachtet, ist ja gleich beim Rathaus, und schon ist der Strom weg, ich muss wieder. Schön, dass wir uns getroffen haben, grüß Sie.
kennst denn du für Leute? Ich hab glaubt, dass du den Arische kennst. Jetzt ist wieder ein bisschen verständlicher. U3 Westbahnhof, eine vollbesetzte U-Bahn kommt in die Station, in der sich die Wartenden drängen. In der Mitte eines Waggons ist nur ein Türflügel offen. Zwei Frauen, die weiter hinten stehen und einsteigen wollen. Dass die nie die zweite Tür aufmachen. Wenn es der erste wird aufmacht, kriegen sie alle bei einer Tür raus. Ah, Grief und offen war's. Außer und eine bei einer Tür und meistens sind es die Weiber. Junge Dussis, die was darauf warten, dass einer der Prinz die Tür aufmacht. Dass die Jungen heutzutage noch immer so einen Blödsinn glauben. Nein, die glauben das schon wieder, das kommt von den rosanen Kleidern und da glauben sie, sind Prinzessinnen und warten auf den Prinz. Aber der Märchenprinz fährt nicht U-Bahn, der steht oben im Stau. Und jetzt sind wir wieder drüber, der Donau, U2, HD, Gasse, ein Mädchen, ein Bursch. Mädchen, heißt was? Meine Mutter war schon wieder so peinlich, jetzt gerade beim Bus. Geh, meine ist viel peinlicher. Na, ich erzähl's dir, was gesagt hat. Im Bus, da war eine schwangere Frau so ganz dick und sie, meine Mutter, schaut die ganze Zeit auf der ihren Bauch. Und da sagt's ganz laut und so halbert im Dialekt, schau, das Putzel bewegt sie, schau, der ganze Bauch hupft, schau, du bist auch immer so kupft in meinem Bauch drin. Schon arg. Aber meine Mutter ist noch viel peinlicher. Peinlicher gibt's gar nicht. Oh ja, stell dir vor, gestern waren wir einkaufen und haben halt ein paar Sackerln und dann tragt sie ein ganz großes Packel Klopapier einfach so unter den Arm, dass alle Leute das gesehen haben und sie geniert sich überhaupt nicht dabei. U2 Eisbahnstraße, eine alte Frau, ein Mädchen, ein Bursch. Das Mädchen sitzt auf einer Art Bank, zwei metallene Sitze auf einem Sockel, die Sitzfläche durch Metallbügel, die aus Armlehnen viel zu niedrig sind, getrennt. Die alte Frau geht auf und ab, der Bursch kommt gerade die Stiegen herauf. Alte. Die Station hätten sie auch kennen, ihr zieht sich Karlstraßen, einer Anspannstraßen, da kennt sich ja kein Mensch aus. Geh Oma, reg dich nicht so auf, setz dich lieber. Schau, da kommt der Max, den stelle ich dir gleich vor. Dein Freund, wie lange kennst du den schon? Hallo Max, schau, das ist meine Oma. Grüß Gott. Na, höflich ist er ja. Geh Oma, jetzt setz dich endlich her. Na, auf sowas setz ich mich nicht, das schaut ja aus wie eine Folterbank für Lilliputaner. Der Abschied. Ein älterer Herr liegt todkrank in seinem Bett. Seine Frau sitzt an seinem Bett und summt ihm was vor. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb, schleich dich endlich aus der Welt, weil was von dir bleibt, ist nur der Geld. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb. Mein Lieb hast du im Suft ertränkt, für was er wieder Kinder geschenkt. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb. Ich möchte ihn immer sägen müssen und auf dein Grab die Blumen gießen. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb. Mit dir leben, das war geschissen, am liebsten tat ich dir das schießen. Aber Gott sei Dank bist krank, ich glaub, du machst das nimmer lang. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb. Ich wünsch dir sicher nicht das Beste, verbrennen lass ich deine Reste. Stirb, Hansi, stirb, bevor ich dich da wirk. Du gehst mir schon so lang am Zager, du Trottel und Totalversager. Stirb, Hansi, stirb, verrecke und verdirb. Hauch endlich dein Leben aus, dann haben wir wieder Ruhe im Haus. Stirb, Hansi, stirb. Der Band der Hansi auf im Bett. Was sagst du da, das stimmt doch nicht. Unser Leben ohne Schmäh, das war doch leiwand und war schön. Du bist eine undankbare Sau. Und ich, Trottel, hab glaubt, du bist meine Frau. Ich hab dich doch auf Händen tragen und hab dich beschenkt, ohne zu fragen, für was du unser Geld verplemperst und mit fremden Männern pemperst. Schleich dich endlich aus meinem Zimmer mit deinem grauslichen Gewimmer. Der Hansi schnappt einmal nach Luft, dann stirbt er, der ölende Schuft. Seine Frau greift jetzt nach seiner Hand, aber er ist schon an anderen Land. Du blöder, schiercher, alter Hund, ich fahre mir jetzt die Augen wund. Warum musst du mich jetzt verlassen? Du hättest doch nicht sterben müssen. Jetzt lass du mir ein Lader zurück, ich glaube, ich wäre mit dir verrückt.
Egal ob tot oder lebendig, was du tust, das ist elendig. Jetzt bleibe ich da ganz ohne dich. Ich liebe dich, deine Marie. Die Läffeln. Ein älteres Ehepaar kommt heim, sagt sie, das ist aber ein scheiß Köln, Rudi. Zum Glück sind wir jetzt daheim und machen uns gleich warm Superl. Das wird uns gut tun, unsere alten Knochen wieder aufharzen, Gerti. Rudi, ich hab die Suppen bald fertig, sei so gut und deck dabei einen Tisch. Aber hört man gar nichts, dann schreit der Rudi. Gerti, wo sind die Löffeln? Schon wieder, wo ist das hingerammt? In der Drecksbude findet man nichts. Na dort, wo sie immer sind, du Hirnäderl, in der Bestecklade. Dort sind sie eben nicht, Frau Oberschlau. Um Gottes Willen, du hast ja recht, die Löffel habe ich der Nachbarin geborgt, weil sie so viel Gäste gehabt haben. Und jetzt fressen wir die Suppen mit der Gabel, Gerti. Nein, ich hole mir die Löffel gleich von der Nachbarin. Wir haben ein Pech, die Nachbarn sind ja gestern auf Urlaub gefahren. Ein Pech nimmst du das, Gerti, wenn du zu deppert bist, dass die Löffel rechtzeitig wieder zurückbringst? Ich pudel dich nicht so auf, als wenn du der Gescheiterste warst. Na, die Weisheit mit dem Löffel hast du sicher nicht gefressen. Weil unsere Löffeln haben die Nachbarn auf ihrer Griechenland-Urlaub mitgenommen, damit sie in Rätsel jetzt Löffeln statt saufen können. Na, jetzt beruhig dich wieder, Rudi, wenn ich dran denke, was du schon alles verbockt hast. Zum Beispiel auf der Erotikmesse. Wir haben da die atmungsaktiven Kondome gekauft. Atmungsaktiv. Die Löcher haben sie gehabt. Und dafür waren sie um 2 Euro teurer wie die Nicht-Atmungsaktiven. Na Rudi, war das gescheit? Da ist einmal Löffelaktion ein Schatz dagegen. Ja, Gerd, du hast ja eh recht. Manchmal bin ich mal der Trottel. Vielleicht passen wir deshalb so gut zusammen. Morgen kaufen wir uns neue Löffeln. Aber heute probieren wir unsere atmungsaktiven Kondome aus, der wird uns auch warm werden. Die Suppen essen wir halt dann morgen mit den eigenen Löffeln. Danke.